Stellt euch vor, es sind Schönheitsoperationen und keiner geht hin. Manche kennen vielleicht den Spruch noch, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich finde, man kann das durchaus auf die Schönheitsoperationen ausweiten oder anwenden, denn inzwischen sind ja Schönheits-OPs so normal, wie für manche ehrlich schon das Zähneputzen und es fängt schon ganz früh an, was ja völlig abstrus ist. Also dass schon Minderjährige, also unter 18, sich zum Geburtstag ja, eine neue Nase wünschen, größeren Busen, was nicht alles. Und Gott sei Dank gibt es ja doch noch einige Schönheitsdocs, die ja doch auch Skrupel haben. Gott sei Dank, muss ich sagen. Aber ich finde, dieser Wahn von den Schönheits-OPs, der weltweit übrigens ist, ja, ich finde den völlig abstrus, weil erstens ist die Frage, was ist schön? Zweitens ist natürlich das Problem, wenn ich also eine ideale Nase habe, dann will ich natürlich ideale Lippen, dann will ich einen anderen Busen, dann will ich vielleicht mein Fett absaugen lassen. Ach ja, die Schamlippen verkleinern, das gibt es ja auch noch. Also es gibt ja eigentlich, ach, den Hintern kann ich mir dann auch noch aufpolstern lassen. Ich weiß gar nicht, was noch. Also es gibt Oberarme straffen, eigentlich gibt es, glaube ich, nichts, was nicht im Angebot ist. Und ich plädiere dafür, back to the roots, wir sind, wie wir sind. Und wir sollten lieber lernen, uns selbst zu lieben und so zu akzeptieren, wie wir sind. Denn wir leben im Jetzt, es ist unser Körper. Wir haben einiges dazu getan, dass er so ist. Wir können einiges dazu tun, dass er anders ist, wenn wir zum Beispiel meinen, wir sind zu dick oder das Gewebe ist nicht straff genug. Vieles hat mit Bewegung zu tun, mit Ernährung zu tun, mit dem, wie wir denken. Ne? Weil kennt ihr ja vielleicht auch Menschen, die ziemlich griesgrämig sind. Ja, die sehen auch irgendwann ziemlich griesgrämig aus. Also weg von den Schönheits-OPs. Ich weiß, auch wenn die Beauty-Docs jetzt ganz sauer auf mich sind, ist mir aber auch ziemlich egal. Weil denen ist es ja auch egal, ob ich das gut finde, was die machen oder nicht. Also von daher, ne, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Also, Hände weg von Schönheits-OPs. Liebt euch so, wie ihr seid. Wenn ihr das nicht schafft, dann könnt ihr gerne zu mir kommen. Helfe ich euch dabei in Workshops und Webinaren, Vorträgen etc. Auch mit meinen Büchern. Und ja, ich bin die Susan Heath, Love- und Life-Beraterin und glücklich machen. Wünsche euch, dass ihr glücklich werdet, seid, bleibt. Und wenn ihr es nicht seid, fangt einfach damit an. Bis dann. Tschüss.